Pusteblume. Es ist ein schöner, sonniger Herbsttag und mich zieht's ins Gebirge. Ich will endlich auf einen richtigen hohen Berg. Die großen Stapel aufgeschichteter Baumstämme erinnern mich daran, dass das meiste Holz ja aus dem Gebirge kommt, aus den großen Bergwäldern. Ich bin jetzt schon eine Weile gewandert und seit 6 auf den Beinen. Eigentlich wäre es jetzt Zeit für eine kleine Verschnaufpause. Na, da suche ich mal nach einem trockenen, warmen Plätzchen. Ein altes Wasserrad. Na klar, ich höre ja auch hier irgendwo einen Bach rauschen. Und der muss von da oben kommen. Ah, da, wo ich hin will. Ja, ich will nach oben, auf den Berg. Dann bin ich wohl eingeschlafen. Ich erlebte jedenfalls im Traum, was ich am Abend vorher in einem Buch über Bergsteigen gelesen hatte. Noch alles in Ordnung? Ich glaube schon. Wissen Sie, ich war oben auf dem Berg und habe in der Wand gehangen. Mit der Ausrüstung? Nee, ich habe es geträumt. Ich habe geträumt, dass ich oben im Fels hänge, da, und da war ein Edelweiß. Ganz nah, ich hätte es fast gehabt, aber dann, wuff, und bin ich aufgewacht. Schickt dir ganz recht. Der Edelweiß blickt man nicht einmal im Traum. Darf man nicht? Ist verboten? Was glaubst du, wenn jeder, der zu uns kommt, Blumen abpflückt? Ach so. Aber leider sehe ich so keine mehr da. Ja. Sehen Sie, ich bin neu hier in den Bergen, das habe ich nicht gewusst. Aber da haben Sie schon recht. Ja, dafür haben wir Naturschutz, ne? Der ist auch dringend notwendig. Der ist wichtig, da haben Sie recht. Aber sagen Sie, ich möchte jetzt zu Fuß da oben rauf. Wie mache ich das am besten? Ja, das ist ganz leicht. Wir haben markierte Wanderwege. Aha. Und da bist du ganz leicht am Gipfel. Ah, das ist gut. Was für ein schönes, klares Wasser. Da könnten doch eigentlich. Ja. Forellen. Bachforellen. Ah ja, da ist ja schon ein Pärchen. Gegen Weihnachten wird das Weibchen seine Eier ablegen und das Männchen wird sie befruchten. Da, wo Bachforellen leben, kann man das Wasser unbedenklich trinken. So wie hier in diesem Gebirgsbach. Herbstlicher Buchenwald. Ja, aber das wird sich bald ändern, denn weiter oben gibt's nur noch Nadelwald, also Fichten und Tannen. Vorher aber kam noch dieses, ein Geländer am Wanderweg. Na, das ist sicher auch nötig, denn hier fallen die Felsen schon steil ab. Und auch das Wasser, das von den Bergen kommt, fällt steil ab. Was hier so rauscht, ist doch bestimmt der Wildbach von vorhin. Ja, richtig. Von da oben kommt er runter. Und im Lauf der Jahrtausende hat er diesen tiefen Einschnitt in den Berg gegraben. Kein Wunder, hier fällt das Wasser ja auch mit großer Gewalt nach unten. Wer hier runterfällt, ist verloren. Das meiste Wasser kommt von den Bergen. Läuft dann, so wie dieser Wildbach, weiter ins flache Land und später wird ein Fluss draus. Jetzt aber weiter. Ja, hier sieht es schon ganz anders aus. Hier stehen nur noch Fichten.
Ein Nadelholz-Hochwald. Und viele gefällte Stämme dazwischen. Ja, richtig. Hier sind ja auch die Holzfäller. Und dieser Baum wird sicher gleich... Achtung! Fast hätten Sie mich erwischt. Haben Sie den Ruf nicht gehört? Ein Ruf? Nee, habe ich nicht gehört. Aber ich habe ja gesehen, Sie zielen ja ganz genau. Da kann ja eigentlich nichts passieren. Ne? Ja. Meine Güte, haben Sie schon viel gearbeitet heute. Diese ganzen Stämme da. Wie kriegen Sie die denn runter ins Tal eigentlich? Die werden runtergetragen. Runtergetragen? Ja. Ach, ist das nicht eine halbe Arbeit? Sie mithelfen nachher. Jetzt müssen wir es gleich heute hoch. Ich soll mithelfen? Ja. Oh, das ist doch nicht sein Ernst, nicht? Jo. Aber machen Sie nicht so viel Angst, das macht er nicht mit. Na, sehen Sie. Na, wie machen Sie es denn wirklich? Ja, das wird jetzt geschlagen, das Holz. Ja. Und im Winter, wenn es Schnee hat, dann wird es runtergelassen auf den Schnee. Ach so, im Winter lassen Sie es einfach auf den Schnee runterrutschen. Ja, das ist ja praktisch. Aber noch eine Frage, wenn Sie jetzt hier so munter vor sich hinholzen, dann ist ja eines Tages der ganze Wald alle. Das ist auch nicht gut. Ja, es wird wieder aufgefrischt. Also, einen neuen Baum für einen alten. Drei, mindestens drei. Drei neue für jeden gefällten. Ja. Das finde ich gut, da bin ich beruhigt. Na, da haben Sie ja sicher noch viel zu tun, ich will nicht stören. Als dann auf Wiedersehen oder gut Holz, was man so sagt, nicht? Sehr gut. Tschüss. Tja, dann weiter nach oben. Servus. Servus. Ja, und so eine große, schwere Tasche, was hast du da drin? Meine Schultaschen. Schultasche? Ja. Wieso, gibt's eine Schule hier oben? Nein, darum nicht, aber unten im Tal. Aha. Wie lange hast du es dann bis dahin? Eine Stunde. Eine Stunde? Ja. Oh, da muss ich aber eilen. Ja, servus. Servus. Tja, auch die Schulkinder haben es hier oben nicht leicht. Tag für Tag so ein beschwerlicher Schulweg. Naja, hier gibt's eben keinen Schulbus und keine U-Bahn. Und erst im Winter. Was für ein schöner Hof. Vielleicht gibt's hier frisches Wasser für meine Feldflasche. Milch gibt's jetzt am Morgen wohl nur etwas weiter oben, auf der Alm. Alle Höfe hier haben diese weit überstehenden Holzdächer zum Schutz gegen den vielen Schnee. Und auch sonst ist hier alles sehr praktisch eingerichtet. Mensch und Tier wohnen unter einem Dach, besonders im Winter, wenn die Tiere im Stall gemolken werden. Ja, das ist der Kuhstall. Die kleinen Fenster lassen im Winter die Wärme nicht nach draußen. So, der Wald ist zu Ende und es wird lichter und grüner. Die Wiese hier ist schön kurz gehalten von den Bergkühen. Und, hallo, ein Bergbauer. Der mäht das letzte Grünfutter, bevor der erste Schnee fällt. Tja, die Landarbeit hier im Gebirge ist schwieriger als unten in der Ebene. Der Boden ist zu steil und zu uneben für große Traktoren und Maschinen. Da muss der Bauer mit der Sense mähen. Das hier ist der letzte große Berghof, der das ganze Jahr über bewohnt ist. Von hier aus geht es steil bergauf zur Almregion. Weißbraunes Fleckvieh, eine ganz besondere Rasse. Und die sind nicht nur für den Bauern wichtig, sondern ganz besonders für den Berg. Die Blumen hier sehen ganz anders aus als die in der Ebene. Die meisten haben schon im Frühjahr geblüht, aber ein paar besonders schöne gibt es auch im Herbst. Das hier ist eine Bergdistel. Ein Enzian? Schön sind die. Eine Bergflockenblume, eine Stockblume. Ja, man sollte sie schon stehen lassen und nicht pflücken. Der Mann von der Bergwacht unten am Mühlrad hatte recht. Weiter zur Hochalm. Hier ist das Gras schon nicht mehr so saftig. Es gibt mehr Steine und das Wetter kann sehr schnell umschlagen. Deshalb habe ich im Rucksack auch einen warmen Pullover und einen Regenumhang. Das ist sicher hier eine der hochgelegenen Almhütten. Vielleicht bekomme ich hier ein frisches Glas Milch, wenn sie bewirtschaftet ist.
Denn viele Bergbauern treiben ihr Vieh gar nicht mehr auf die Alm. Hallo? Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo. Ah, schönen guten Tag. Grüß Gott. Ja, sagen Sie mal, das sieht ja aus hier wie in einem Blumenladen. Lohnt sich denn das hier oben? Das ist der Schmuck für den Almabtrieb. Der Schmuck für den Almabtrieb? Was ist denn das? Da werden Kühe ins Tal runter drin und wenn sie alle gesund sind, dann werden sie geschmückt. Aha, die Kühe werden ins Tal runtergetrieben. Aha. Das ist ein alter Brauch. Ach, sagen Sie, der Kranz da. Was sind das eigentlich für Pflanzen? Die habe ich unten noch nie gesehen. Die wachsen nur hier oben, ne? Das ist Almarausch, der im Sommer so schön rot blüht. Ah ja. Ja, jetzt weiß ich's. Und ganz ähnlich wie Mutters Azaleen auf der Fensterbank. Ja, schön sieht's ja aus. Aber sagen Sie mal, wenn die Kühe jetzt runtergetrieben werden, wie kommen denn die hier überhaupt hoch? Die treiben hier im Frühjahr rauf. Im Frühjahr werden sie hochgetrieben. Ach, dann bleiben die den ganzen Sommer über hier im Gebirge. Ja. Aha. Ja, verlaufen die sich nicht? Ich meine, ich sehe sie überall hier rumlaufen. Wer passt denn da auf? Da passe ich auf. Ah, Sie passen auf? Ja. Ganz alleine? Ja. Ah, dann sind Sie eine Sennerin? Ja. Aha. Dann haben Sie auch Käse und Butter, denn Sie haben ja eine Menge Milch hier oben. Na, Butter und Käse, die haben wir nicht mehr, weil die Milch wird alle Tag abgeholt. Die Milch wird abgeholt? Mhm. Ach, schade. Sie können aber gerne ein Glas haben. Ja? Ja. Oh, das wäre schön, danke. Ja. Oh, danke schön. Bitte. Mhm. Gut schmeckt die. Viel besser als die aus der Tüte. Also wirklich. Alles dann, schönen Dank. Ich habe noch bitte? Viel vor. Ich will nämlich noch höher rauf da oben. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Kühe sind übrigens für den Berg ganz besonders wichtig. Sie halten das Gras kurz und düngen es mit ihren Kuhfladen. Und nur kurz gehaltenes, gedüngtes Gras wächst gut. Gras aber wiederum hält die Erde auf dem Berg fest. Da, wo keine Kühe sind, also auch kein Gras wächst, sieht's dann so aus. Der Wind hat die oberste Erdschicht abgetragen und es gibt steinige Stellen, so wie hier. Der Berg wird kahl, wo die Kühe fehlen. Hier kommt ja das Wasser direkt aus dem Berg. Ja, das muss die Quelle sein vom Wildbach da unten. Aber wie kommt denn dieses Wasser hier in den Berg? Wenn es hier regnet oder wenn im Frühjahr der Schnee schmilzt, dann hält der Berg hier das Wasser fest wie einen Schwamm und lässt das erst so nach und nach ins Tal runterfließen. Ah ja, und aus vielen solcher Quellen wird ein Bach und aus den Bächen ein Fluss. Hey, was ist denn das da? Das ist ja ein Feuersalamander. Das ist der erste, den ich sehe in freier Natur. Die sind sehr selten. Ich kenne ihn nur aus Büchern. Jetzt wird er wohl bald seinen Winterschlaf halten wollen. Na, da will ich ihn nicht aufhalten. Ha, jetzt ist er weg. Wieder in seiner Höhle. Na, dann komm mal gut über den Winter. Ach, bevor ich weitergehe, noch einen schönen kühlen Schluck. Ja. Fabelhaft. Die wichtigsten Ausrüstungsstücke für Bergwanderungen sind feste Bergstiefel. Die schützen vor Nässe bei Regen und gute Profilsohlen bewahren vorm Abrutschen. Hallo? Was ist denn das?
sind ja komische Gesellen. Das sind doch, ja, Murmeltiere. Die leben auf und unter den Bergwiesen. Auf der Wiese sieht man sie, wenn sie Nahrung suchen. Gräser und Kräuter mögen sie am liebsten. Und unter dem Berg lebt das Murmeltier des Nachts. Bei Gefahr und den ganzen Winter, wenn es einen Winterschlaf hält. Der Pfeifton, den man hören kann, bedeutet nicht, dass sie fröhlich sind. Im Gegenteil, sie rufen sich zu: Achtung, passt auf, wir müssen vorsichtig sein. Das hier muss die Baumgrenze sein. Das heißt, es gibt nicht mehr genug Erde, dafür aber mehr Steine. Auch die Luft wird dünner. Und deshalb haben es die Bäume hier oben sehr schwer. Besonders im Winter, bei Sturm und Kälte. Mir geht auch langsam die Luft aus. Ja, und da sieht man, wie die Bäume verzweifelt versuchen, sich auf der dünnen Erdkruste festzuhalten und genügend Nahrung zu finden. Das gelingt ihnen hier nicht oft, auch wenn die Wurzeln sehr lang sind und große Umwege über den Fels machen. Bäume werden hier oben also immer seltener. Sie sterben ab. Oder sie werden vom Blitz getroffen. Bergwandern heißt nicht nur stur nach oben stapfen. Man muss die Schönheiten der Natur betrachten. Pflanzen, Tiere und dazwischen mal einen Blick auf die weite Landschaft. Hier kann man sich gut erholen. Was ist denn da? Das sind doch... Ja, Gämsen. Natürlich, Gämsen. Die gehören doch hierher, denn das sind die besten Bergsteiger unter den Tieren. Sie leben nicht allein, sondern in Gruppen. Eine große Gämsenfamilie. Und selbst hier zwischen den Steinen und an den steilen Hängen finden sie noch genügend Nahrung. Die Jungen dieses Jahres werden den Winter im Rudel wohl gut überstehen. Da oben, dicht über mir, da hören die Bäume ganz auf. Da beginnt die Latschenregion. Da kommen wir ja noch hin. Wenn man in den Bergen neu ist, sollte man sich nicht überanstrengen. Man muss ja noch die Kraft haben für den Abstieg, das heißt für den gleichen Weg, den man zum Gipfel zurücklegt. Mal eine kurze Rast zum Kräftesammeln. Ah, schaut mal, wie schön die schweben. Gelbe Schnäbel, das sind Bergdohlen. Ganz so viele davon. Naja, die haben sich so stark vermehrt hier, weil ihr ärgster Feind nicht mehr da ist. Den gibt's eigentlich gar nicht mehr. Trotzdem, jeder kennt ihn und man sieht ihn jeden Tag. Passt mal auf. Hier ist er irgendwo. Ja. Hier. Der Adler. Der stolze Wappenvogel. Ja, früher gab's hier im Gebirge eine Menge davon, aber der Mensch hat ihn vertrieben. Na, fast ausgerottet. Und jetzt gibt's ihn nur noch auf der Münze und im Zoo. Na, der Zoo ist seine letzte Chance überhaupt. Denn wenn's gelingt, ihn da zu vermehren, dann kann man ihn eines Tages vielleicht wieder aus dem Zoo ins Gebirge zurückbringen. Und da gehört er ja hin. So, dann wollen wir mal wieder. Das letzte Stück jetzt. Auf zum Gipfel. Hier bröckelt. Also da gehe ich lieber ein Stück weiter, wo die Latschen sind. Man kommt leicht ins Rutschen auf dem lockeren Geröll. So ein Berg bleibt eben nicht ewig so. Der verändert sich. Und der hier, der zerbröselt langsam. Der wird immer kleiner. Naja, das geht natürlich nicht so schnell, dass man es merken könnte. Ganz langsam. Ah,
Was ist das da? Ha. Das ist ja ein Ding. Das ist ja eine versteinerte Muschel. Ha. Und eine Muschel lebt doch normalerweise im Meer. Ja, wie kommt denn jetzt diese Muschel hier mitten auf den Berg? Da gibt's nur eine Erklärung. Das hier war mal der Meeresboden. Das glaubt ihr nicht? Ha. Schaut mal darüber. Da. Da kann man doch deutlich sehen, wie der Berg sich aufgeschichtet hat. So zusammengefaltet ist das da. Und das hat er auch gemacht, vor Urzeiten. Damals gab es noch keine Menschen, da war die ganze Erde in Bewegung. Und eines Tages hat sich der Meeresboden bewegt. Alles hat sich hochgeschoben und gefaltet. Und so sind die Berge hier entstanden. Und so ist auch die Muschel hier auf den Berg gekommen. Hier findet man auch noch versteinerte Schnecken und sowas. Naja. Wollen wir mal weiter. Aufwärts. Geschafft. Also das ist das höchste Glück eines Bergsteigers. Schön ist es hier. Na, und jetzt habe ich mir einen kleinen Imbiss verdient. Durch das Fernglas kann man natürlich alles näher betrachten. Das hier ist der Nebengipfel. Es gibt natürlich Berge, die sehr viel höher sind als dieser hier. Dort ist der Felsen Sommer und Winter mit Eis und Schnee zugedeckt. Denn je höher man steigt, desto kälter wird es auch. Es wird kälter und kälter und Eis und Schnee bleiben das ganze Jahr über liegen. Gelohnt. Da unten, wo die Häuser stehen, da ist auch mein Gasthaus. Und da muss ich wieder hin. Wenn es auch so scheint, dass das Gehen talwärts leichter ist, man muss vorsichtig sein. Man kommt da leicht ins Rutschen. Dass es hier die Latschen gibt. Ja, das sind Latschenkiefern. Richtige Bäume gibt es ja hier oben nicht mehr. Nur noch Sträucher und diese Latschen hier. Und die halten es hier oben aus. Die halten die Kälte aus, den Wind und diese mächtige Schneelast im Winter. Und warum? Weil sie so biegsam sind und elastisch. Hier. Ja, das biegt sich alles weg. Ja. Uff, so. Ich wünschte, ich wäre jetzt schon unten. Hey, da kommt ja eine Bahn. Das ist es. Dann nehme ich einfach die nächste. War doch ein bisschen viel heute. Das spüre ich ordentlich in den Beinen. Wäre schön, wenn ich auf freier Strecke zusteigen könnte. Was tut denn der am Geist? Da spinnt der. Schönen guten Tag. Sagen Sie, könnten Sie mich ein Stückchen mit runternehmen? Ja. Sie fahren noch nach unten. Ja. Danke, das ist nett.
So, jetzt kann man in Ruhe und ohne Anstrengung noch einmal das sehen, was man beim Aufstieg zum Gipfel beobachten konnte. Fels und Steine. Eine harte Landschaft. Aber hier fangen die Bäume wieder an. Gott sei Dank. Na sowas. Zuerst steigt er mitten auf der Strecke zu und jetzt schlaft er. Na wart, Frenterl. Da schau her, das wird dich interessieren. Da auf der linken Seite in der Mulden, wo kein Baum und kein Strauch ist, ist vor ein paar Jahren eine Lawine runtergegangen und hat uns einen Baum mitgerissen. Aber am nächsten Tag sind wir schon wieder gefahren. Also, wenn ich ehrlich bin, dann schlägt mir der Blick darunter etwas auf den Magen. Huch, die Bäume stehen ja hier so schräge. Aber Moment, ich glaube, die Bahn steht schief. Ja, wenn man den Kopf mal neigt, ja, jetzt stehen die Bäume wieder gerade. Jetzt schlaft der schon wieder, wo es noch so viel Zehen gibt. Naja, war eben ermüdend, meine erste Bergtour. Ist das der Bahnhof? Ah nein, wir weichen nur aus. Es kommt ein Zug entgegen und diese steile Strecke ist ja nur eingleisig. Die Wiesen werden wieder grüner und die Flächen breiter und ebener. Wir nähern uns dem Tal. So, jetzt haben wir es gleich, jetzt haben wir schon da. Schade, die Fahrt war so bequem. Die könnte noch lange so weitergehen. Vielleicht bis zu meinem Gasthaus. Aber das ist nun eben die Talstation und Endpunkt der Fahrt. Also, auf Wiedersehen. Nochmal schönen Dank. Und gleich hier neben der Talstation liegt der Gasthof mit meiner Bushaltestelle. Wann fährt denn der Bus? Ja. Ja. Ja, das geht ja noch. Das ist doch tatsächlich die Marie von heute Vormittag. Frau Gönnerin, hallo! Darf ich mir mal angucken? Also das ist ein gelungener Abschluss der Bergwanderung. Die Mühe der Sennerin hat sich gelohnt. Eine Kuh hat einen schöneren Schmuck als die andere. Tja, sowas kann man wirklich nur im Gebirge sehen. Und das ist nicht nur für Touristen. Ich nehm den nächsten Bus und trink bei Ihnen noch ein Glas Milch, wenn ich darf. Ja? Ist ja nicht mehr weit. Und ihr könnt abschalten. Heute kommt nichts mehr. Pusteblume.